Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst mal eine Gemeinsamkeit mit allen. Mein Dank an die gute, wirklich auch lehrreiche Kooperation zwischen den Arbeitsgruppen. Ich schließe aus unserer Arbeitsgruppe Gesundheit besonders auch Lothar Riebsamen und Tino Sorge, die kräftig mitgearbeitet haben, ein. Auch meinen Büroleiter, Herrn Böckler, der sehr viel mir geholfen hat. Dann eine kleine Differenz. Ich bin kein Tierarzt. Und deswegen kann ich auch nicht mit tiermedizinischer Kompetenz sprechen. Aber ich glaube, es gibt für die Tierheilkunde wie für die Humanheilkunde einen klaren Grundsatz für den Einsatz von Antibiotika. Und der heißt, so oft wie notwendig, aber so selten wie irgend möglich. Und diese Botschaft, das ist, glaube ich, die Chance dieser Debatte, dass wir diese Botschaft auch nach draußen transportieren können. Und wenn ich mir eins wünschen darf für den Bereich der Medizin, dass wir vielleicht auch mithilfe dieser Debatte in der gesamten Bevölkerung mal den Satz klar machen, Antibiotika helfen nicht gegen Viren. Antibiotika helfen gegen Bakterien. Aber Viren und Bakterien sind etwas Unterschiedliches. Und eine Grippe ohne Superinfektion, also ohne zusätzliche bakterielle Infektion, eine Grippe ist eine Viruskrankheit. Und je gerne man mit einem Antibiotikum nach Hause möchte, wenn der Arzt sagt, das hilft nicht gegen Viren, dann ist das ein Grund, ihm stärker zu vertrauen und nicht etwa zu sagen, der hilft mir nicht genug. Viren sind keine Indikation für Antibiotika. Und wenn es eine Zusatzinfektion mit Bakterien gibt, dann wird man natürlich auch das Bakterium einsetzen. Und warum ist das so wichtig? Weil Antibiotika zu den größten Errungenschaften der Medizin, zu unseren größten Schätzen überhaupt gehören. Seit der Entdeckung des Penicillins und seit dem Einsatz als Medikament 1941 erstmals eingesetzt, ist es eines der wirksamsten Instrumente. Und das droht uns verloren zu gehen. Und das Weltwirtschaftsforum zählt Antibiotikaresistenzen zu den größten Risiken der Weltwirtschaft. Und deswegen, es gibt ja die Debatte darüber, was kostet uns das? Wir haben in unserem Antrag zum Beispiel, und Hermann Gröhe hat darauf hingewiesen, in den Mittelpunkt gestellt für den Bereich der Krankenhäuser die Antibiotic Stewardship Programme. Und man darf sich nun nicht vorstellen, dass diese Antibiotic Stewardship Programme irgendwie keine Folgen hätten, was den Einsatz angeht. Es gibt ein paar Kernkomponenten in solchen Programmen. Die müssen maßgeschneidert werden für jedes einzelne Krankenhaus. Aber Kernkomponenten sind zum Beispiel die Etablierung eines multidisziplinären Teams für Antibiotic Stewardship, die Einrichtung der Funktion eines beauftragten Arztes oder eines infektiologischen Konsiliardienstes, die Fortbildung des Klinikpersonals, die Durchführung von Surveillance-Aktivitäten, spezifische Maßnahmen, zum Beispiel die Bereitstellung von lokalen Therapieleitlinien, die Erstellung einer hauseigenen Anti-Infektiva-Liste, die Durchführung einer Verordnungsanalyse, weil es nicht alleine reicht, mit Stolz und mit Recht festzustellen, dass wir in der Tierheilkunde seit 2011, seit der neuen gesetzlichen Grundlage, einen Rückgang der Antibiotikaverordnung um 53% haben und dass wir beispielsweise die Antibiotikaverordnung in der Humanmedizin von 2013 auf 2014 von Platz 2 der verordnungsstärksten Arzneimittel auf Platz 5 abgesenkt haben. Übrigens auch unter Minderung der Verordnungen von Cephalosporinen und Fluorchinolonen, die als Reserveantibiotika betrachtet werden. Das sind Erfolge, aber sie reichen halt alleine nicht aus. Nur man muss sich klar sein, was im Risiko steht. Und die EU rechnet heute schon, dass wir 1,5 Milliarden Kosten haben im Jahr in der EU durch die Antibiotikaresistenzen. Und wenn man der OECD Glauben schenkt,
Und ich glaube, dass Sie in diesem Fall, ich glaube ja nicht immer an die OECD, aber in diesem Fall, denke ich, sind die Zahlen sehr beeindruckend. Und selbst wenn es dann am Ende 30% Abweichung gäbe, die OECD rechnet für 2050 mit 2,9 Billionen US-Dollar, wenn nicht gegengesteuert wird, als Kosten nur in den OECD-Staaten. Und das sind die Staaten mit den kleineren Problemen. Überall sonst in der Welt, in Staaten, in denen wir zum Teil den Zugang zu Antibiotika völlig freigebig haben, wo wir gar keine Rezepte dafür haben, weil man einfach in einen Laden geht und sich Antibiotika kauft, sind die Probleme noch größer. Und deswegen, ja, ich glaube, man braucht in der Tat auch zusätzliches Personal. Und ja, ich glaube, dass die hohe Arbeitsdichte das größte Risiko für nosokomiale Infektionen im Krankenhaus ist. Aber gemessen an diesen 2,9 Billionen, die dort drohen, ist doch jeder Euro, den wir da reinstecken, gut investiertes Geld. Und ich glaube, das ist für die Debatte auch ein ganz wichtiger Punkt in der Diskussion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte gerne damit schließen, dass ich noch mal sage, welche Punkte von ganz besonders hoher Bedeutung sind. Wir müssen die Wirksamkeit der vorhandenen Antibiotika erhalten. Wir müssen Infektionen durch Prävention, durch Einhaltung allgemeiner Hygienestandards, auch durch Steigerung der Impfquoten entgegentreten. Wir müssen grundsätzlich für das Thema der Resistenzen sensibilisieren. Wir brauchen bessere Informationen der Ärzte und Tierärzte, aber vor allem auch der Bevölkerung und der Patienten über, was es mit Antibiotika und ihrer Therapie und ihrer Wirksamkeit auf sich hat. Wir brauchen auch eine Ausgestaltung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, der helfen kann und der vor Ort handlungsfähig sein muss und der auch von den Landesregierungen Unterstützung braucht, damit er weiß, was er in konkreten Situationen tun soll. Und wir brauchen ein besseres betriebliches Gesundheits- und Hygienemanagement. Und ich sage jetzt mal als Arzt, auch in der Nutztierhaltung brauchen wir das. Wir brauchen den Einsatz schneller diagnostischer Tests mit hoher Spezifität und Sensitivität. Und ich schließe am Schluss noch mal damit, dass ich sage, ja, Antibiotika-Einsatz ist gut, aber nur, wenn er so oft wie notwendig passiert und so selten wie möglich. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, liebe Kollegen.